bin jetzt auch heute so perfekt vorbereitet. Ich komme gerade vom Sport. Wir machen Gaming-Krawatten und ich habe hier einen Sportdress mit an. Also das passt ja echt hervorragend. Gameplay bei eSport Hub Sachsen-Anhalt. Der Podcast zu eSport, Let's Play and Game Culture. Player 1: Tristan Bernett. Player 2: Christian Alnoch. Jetzt habe ich doch getanzt. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge Gameplay, dem neuen Podcast zu eSport in und um Sachsen-Anhalt. Beziehungsweise zur zweiten Hälfte unserer ersten richtigen Episode. Genau. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz mit angeteased gehabt. Wer es jetzt also in Reihe hört, da war es vorhin gewesen. Wenn nicht, später dann einfach. Wir wollen uns heute mit Gaming in Krawatten beschäftigen, also dem ja beruflichen E-Sport. Und da auch gleich erstmal ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Beruflicher E-Sport heißt jetzt nicht E-Sport als Beruf, maximal E-Sport als Teil des Berufs, denn das ist wirklich möglich. Da haben wir auch nachher so ein paar Interviews mitgeführt gehabt, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich denke, es wird klar, sobald wir da uns Interviewpartner sprechen lassen. Gameplay, Thema. Wir wollen ja sprechen über, wie wir tituliert haben, Gaming in Krawatten, also E-Sport als Teil ja eines Unternehmens, als Teil eines Betriebes. Ich glaube, um es deutlich abzugrenzen von dem E-Sportler als Beruf, kann man ja vielleicht sagen, betrieblicher E-Sport. Denn das gibt es. Es gibt die Möglichkeit. Ich weiß nicht, Tristan, hast du das vorher schon mal irgendwie gekannt? Nicht für E-Sport. Ich kenne, dass es ganz viele Unternehmen, auch welche, bei denen ich bereits tätig war, immer anbieten. Hier, wir treffen uns im Gemeinschaftsraum und machen gemeinsam Yoga oder Zumba. Oder ein Team von der Firma macht beim Halle-Marathon mit oder so. Genau, denn wir grüßen ja auch aus dem wunderschönen Halle an der Saale. Das hat man vorhin noch ganz vergessen, unserem kleinen Aufnahmestudio. Nee, der Podcast in und um Sachsen-Anhalt. Und Halle an der Saale, genau, ist ja da keine unbedeutende Metropole in unserem schönen kleinen Bundesland. Genau, und auch nochmal vielen, vielen Dank an den E-Sport Hub Sachsen-Anhalt für die nette Zusammenarbeit an der Stelle. Und wie gesagt, betrieblicher E-Sport, also quasi statt dem Betriebssport, der Betriebs-E-Sport sozusagen, also ziemlich simple Sache. Ich meine, sehr, sehr vielen, vor allem auch größeren Unternehmen gibt es ja inzwischen schon seit gefühlt Ewigkeiten, 10, teilweise auch mehr Jahre ist das schon eine recht verbreitete Sache, dass es halt Betriebssport gibt. Das läuft auch gerne unter dem Label des betrieblichen Gesundheitsmanagements, dass halt so Sportsachen, Sportart mit angeboten werden. Und in dem Kontext kommt jetzt halt eben auch E-Sport, also eben Zocken, Gamen, sei es jetzt Konsole, PC, sonst was, immer mehr mit auf. Genau, und dafür haben wir mit zwei Unternehmen gesprochen, mit Vertretern aus zwei Unternehmen aus der Region. Und dazu haben wir euch einen kleinen atmosphärischen Einstieg vorbereitet. Slow start for Sinatra here on Ilios. Two final blows for seven deaths. Wasn't able to have the impact on Doomfist. His team needed last round. So we've seen E-Sport, das ist Daddeln, Zocken, Gamen. In großen Hallen mit viel Publikum. Das ist Unterhaltung, Leistungssport. Aber doch keine Büroarbeit. Doch, kann es sein. Gaming in Krawatten. Betrieblicher E-Sport. Immer mehr Unternehmen ermöglichen das für ihre Mitarbeiter. Sei es als Teil des Betriebssports, als Sonderleistung oder etwas ganz anderes. Ja, die Idee, die ist schon recht alt tatsächlich. Ich selber komme aus der Profi-Szene dazu mal und kenne so ein bisschen auch die Möglichkeit, was man denn da alles so erreichen kann. Und habe mir die Frage gestellt, können wir das für unsere gesamte Unternehmensgruppe als Mehrwert herausspiegeln? Und wir haben uns dann recht schnell von dort wieder entfernt aus dem vertrieblichen Ansatz und sind auf das Thema Recruiting gekommen, weil heutzutage Unternehmen natürlich auch entsprechende Nachwuchsfachkräfte suchen. Das sagt Sebastian Wolfermann, Projektleiter E-Sports bei der NBAM-Gruppe. Das Unternehmen macht eigentlich Strom, Gas, Wärme und Energiedienstleistungen für 1,3 Millionen Kunden in den neuen Bundesländern. Die NBAM ist einer der führenden regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland. Doch seit einigen Jahren wird auch E-Sport angeboten. Die Branche und die Zielgruppen seien noch wenig erschlossen, sagt Sebastian. Aber sie, die Gamer, bieten durch ihre große Reichweite für Unternehmen viele verschiedene Möglichkeiten. Damit verbunden sind die Chancen für neue Marktzugänge, insbesondere bei digitalen Themen. Das sieht auch Florian Marquardt so. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Regiocom und zuständig für digitale Transformation. Regiocom macht Software für den Energiebereich. Für ihn arbeiten viele Softwareentwickler.
Das ist so, dass sehr viele Menschen, die mit Softwareentwicklung zu tun haben, auch dem im E-Gaming oder dem E-Gaming-Bereich sehr nahe stehen. Und das ist bei uns auch so. Das heißt, die vordergründige, wenn man so will, kalte betriebswirtschaftliche Motivation, sich mit E-Sport zu beschäftigen, ist, Recruiting zu betreiben. Das kann man ruhig so aussprechen, weil da ist was dran. Wir versuchen über den Kontakt Richtung E-Sport tatsächlich auch an kluge Köpfe zu kommen. Gamer und E-Sportler als neue Mitarbeiter? Warum nicht? Denn für einen Beruf braucht es vor allem Leidenschaft. Und die bringen E-Sportler definitiv mit. Da sind Ideen entstanden, was könnte man denn machen? Mensch, wir sind eine große Firma, wir haben ein paar Möglichkeiten. Und eine der ersten Ideen, die wir auch umgesetzt haben, war an einem Wochenende eine Meisterschaft zu machen, und zwar im League of Legends zwischen verschiedenen Städten, die Städtemeisterschaft. Und wir haben gesagt, alles klar, könnt gerne unsere Location nutzen. Und die Location ist dafür durchaus ganz gut geeignet. Und so hatten wir dann einen Deal und haben gesagt, so, wir stellen die Location, ein Dach über den Kopf, eine Internetverbindung, Strom und was so an Infrastruktur dazu gehört. Und das war eine gelungene Symbiose. Wir haben auch ein eigenes Team gestellt aus der Firma, das durfte dann mitspielen. Und am Ende kann es also doch möglich sein. Die Arbeit im Büro, im Betrieb, in der Fabrik und das Daddeln, Zocken, Gamen. Damit betriebliche E-Sport auch gut funktionieren kann, braucht es natürlich auch einen gewissen Rahmen. Denn am Ende, ich mache das nicht nur just for fun bei mir zu Hause irgendwo, sondern eben als ja Teil meines Berufes, aber auf jeden Fall halt im Unternehmen, im Betrieb, in meiner Organisation. Und da natürlich ganz, ganz großes Thema, vor allem in Deutschland, Arbeitsrecht. Ich weiß, nicht weglaufen, es kann sehr, sehr langweilig auf jeden Fall sein, aber kurz mal einfach mit angemerkt, damit es halt eben sowohl für die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer kein böses Erwachen gibt, denn E-Sport an sich hat zwar bislang noch nicht den offiziellen Status einer Sportart, da hat sich ja der Deutsche Olympische Sportbund unter anderem geweigert, E-Sport als Sportart anzuerkennen, aber so ist die Schach, Curling ist natürlich erlaubt, also das geht gerade noch so ein bisschen Weg, wir sind noch in der Emanzipationsphase des Ganzen. Deswegen halt auch, es gibt keinen offiziellen Status für E-Sport, in dem Fall im deutschen Arbeitsrecht. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, ist jetzt die Frage, wer ihr jetzt gerade seid, wenn ihr zuhört, dass ihr euch miteinander darauf verständigt, wenn E-Sport läuft, was ist das dann? Ist es Teil des Arbeitstages bei euch? Also werdet ihr quasi für das, was ihr dann zockt, bezahlt für die Zeit? Das ist für die Arbeitgeber ja vor allem eine wichtige Sache, dass die ja meistens sagen, es ist eher eine Freizeitbeschäftigung, aber genauso auch das Equipment, was gestellt wird. Wenn da was kaputt geht, wer muss dann zum Beispiel haften? Also kümmert sich der Arbeitgeber drum, wenn es die Maus bricht oder die Tastatur irgendeinen Sprung kriegt oder sonst was? Oder muss dann der Arbeitnehmer dafür haften? So nach dem Motto, wir stellen euch einmalig das ganze Equipment und für alles andere seid ihr verantwortlich. Das würde ich auf jeden Fall im Vorfeld einfach mal miteinander abklären, damit es da keinen Streit im Nachgang gibt. Also ich kenne es, meine Arbeitgeber haben es bisher noch nicht angeboten, aber ich kenne schon bezahlte Pausen, dass man sagt, hier, jeder von euch kriegt eine Viertelstunde am Tag. Das ist nicht die unbezahlte Mittagspause, die jedem zusteht oder gemacht werden muss arbeitsrechtlich, sondern hier eine Viertelstunde zum Rauchen, Kaffee trinken, frische Luft schnappen. Und da ist natürlich auch gut vorstellbar, dass das Unternehmen für sich entscheidet, wir bieten eine Viertel oder eine halbe Stunde pro Tag, die man sich hinsetzen kann, um mit jemand anderem ein schnelles Rennen Mario Kart spielt. Es gibt ja auch schon einige Unternehmen, die bieten das Stichwort Powernapping in so einem Kontext mit an. Und genauso ist es ja prinzipiell auch mit dem E-Sport möglich. Also gerade wenn ich halt in bestimmten Bereichen mit tätig bin und beispielsweise bei einem Bauunternehmen, Energieträger etc. beschäftigt bin, habe ich ja sowieso einen Arbeitstag, der in eine ganz andere Richtung geht. Und da halt einfach mal runterzukommen, abzuschalten und halt eben mal eine Runde mit einem Kollegin zu zocken, das kann schon mal auch ein bisschen neue Kräfte wiederbringen. Das kann die Kräfte etwas beleben. Und da haben wir auch Gespräche geführt, unter anderem mit der NVAM, einem der größten Energiedienstleister bei uns in der Region. Na genau, also im Prinzip haben die das, was wir vorhin angesprochen haben, direkt übernommen und deren Pausenraum aufgepeppt und daraus einfach ihr Gaming-Zentrum gemacht, dass da jeder Mitarbeiter vorbeischauen kann aus allen möglichen unterschiedlichen Abteilungen. Ja, also der hauptsächliche Gedanke ist wirklich, dass eine Basis schaffen, sich zu treffen, den Austausch untereinander zu fördern. Also Auszubildende, die sind ja oftmals, also wenn wir jetzt mal den Fokus darauf lenken, die sind natürlich in ihrem Lehrjahr unterwegs, ne, die kennen sich. Aber zum Beispiel ein, als Beispiel ein Mechatroniker des ersten Lehrjahrs, der wird wahrscheinlich nicht den
Kaufmann für Bürokommunikation oder dergleichen aus dem dritten Layer kennen oder zumindest vielleicht nicht direkt miteinander was zu tun haben. Und man kann über ein gemeinsames Hobby, nämlich zum Beispiel über das Gaming, genau dort eine Basis schaffen, einen Anlaufpunkt, wo man sich zusammenfindet, wo man neue Kontakte knüpft, auch neue Freundschaften schließt und was der ganz große Mehrwert ist, einfach sich untereinander unterstützt, und zwar unterstützen im Sinne von lernen. Ne? Ich habe ein Problem, komme nicht weiter und brauche Unterstützung. Ich bringe dort immer gern das Beispiel von meiner damaligen Schulzeit. Da war das mit dem Internet alles noch nicht so wie heute. Und wir haben nach der Schule gemeinsam gelernt. Wir haben uns zusammen hingesetzt und gemeinsam auch Hausaufgaben erledigt. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert. Das gibt es zwar teilweise noch, aber es ist doch im Grunde anders, weil nach der Schule ist jeder auf dem Nachhauseweg. Und die meisten treffen sich dann online. Und so ein bisschen dieser persönliche Kontakt geht dadurch auch verloren. Das gemeinsame Lernen. Und wir haben festgestellt, kurz nachdem so ein Raum eben eröffnet wurde, dass zum Beispiel auch das dafür genutzt wird. Also das geht nicht darum, dass sie nur dann da drin sitzen und gemeinsam spielen, mitunter natürlich klar, aber die nutzen das eben auch für so Netzwerke und das eben Berufsgruppen, layersübergreifend, und haben somit die Möglichkeit, sich selber ein Netzwerk aufzubauen, was sie vorher so hätten auch gar nicht entwickeln können. Das klingt alles schon mal ziemlich cool. Frage mich jetzt auf jeden Fall, was kann da in den Raum gespielt werden, gemeinsam, alleine? Wie hat das Unternehmen da entschieden, was da für Spiele angeboten werden? Ja, das ist eine Frage, die haben wir uns am Anfang natürlich auch gewidmet. Man muss halt eins wissen, die NBAM-Gruppe ist ein sehr großer Akteur hier in der Region in Ostdeutschland, und wir haben damit natürlich auch ein gewisses Image, was dahinter steht. Und aufgrund auch der kommunalen Zusammenarbeit ist uns auch wichtig, dass wir da nicht mit Spieletiteln unterwegs sind, die irgendwo kritisch sind. Also alles, was auch mit Gewaltverherrlichungen zu tun hat, das sind für uns erstmal in dem momentanen Status natürlich auch Spiele, die nicht stattfinden. Also das klassische, sage ich mal, Ego-Shooter, als Beispiel Counter-Strike, was, denke ich, die meisten kennen. Das wird bei uns nicht gespielt werden, aber durchaus Spiele wie League of Legends, FIFA oder auch gerne auf der Switch, Mario Party, Mario Kart, ne, das ist ja so, wo man auch Spaß hat. Was dennoch sehr gut funktioniert, weil es genau darauf einzahlt, dieses Teamplay, ne, also dieses Miteinander absprechen, trotzdem umsetzen zu können. Ne. Also es bilden sich am Ende bestimmte Skills heraus, ne, und da bedarf es nicht unbedingt einem Shooter. Und da achten wir schon sehr drauf, dass wir dort eben nicht unterwegs sind als Unternehmen. Das ist auch eine Sache, die ich immer gerne betone, wenn jemand, also mein Vater hat das früher immer gesagt, ich habe Plants vs. Zombies gespielt, schönes cartooniges Spiel, wo du mit Pflanzen pflanzt und dann kommen Zombies an, die deinen Garten, dein Hirn fressen wollen am Ende, aber es sind lustige Cartoon-Zombies, das ist jetzt eigentlich nicht schlimm, es ist bunt und spaßig und offensichtlich übertriebener Slapstick, und dann kommt mein Vater an und sagt, das ist ein brutales Killerspiel. Muss man schon die Grenzen entsprechend ziehen, aber ich find's auf jeden Fall gut, dass man eben nicht die typischen Spiele braucht wie Call of Duty, wie Counter-Strike, was Sebastian gerade erwähnt hat, um zu zeigen, dass Spiele was Gutes machen, eben diese Skills fördern und oft auch bei Leuten ja Dinge erwecken können, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie das so drauf haben, einfach weil sie es nicht probiert haben. Ja, also es kann im Bestfall halt eben auch nicht nur zur Mitarbeiterbindung dienen, sondern ja auch zur Mitarbeiterqualifizierung, dass die Leute darüber vielleicht auch neue Passionen in sich entdecken, neue Interessensgebiete bei sich entdecken, durch einfach diesen spielerischen Ansatz. Ja, genau. Also mir fällt jetzt spontan kein Beruf ein, bei dem Teamarbeit, Teambuilding nicht zumindest ein bisschen von Vorteil ist. Eher im Gegenteil. Die meisten Berufe setzen das voraus. Und man kann dieses einfach wunderbar lernen mit eben diesen Spielen wie League of Legends zum Beispiel. Und was passieren kann, wenn der frisch eingestellte Azubi im Pausenraum auf jemand völlig anderen, älteren Mitarbeiter spricht, der vielleicht schon im Betrieb viel Erfahrung hat und denkt, ja, da wird nicht viel gespielt haben. Da hat Sebastian auch eine Geschichte zu erzählen. Dann ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass man dann auch mal gegen einen zum Beispiel Abteilungsleiter spielt. Wir hatten das auf einer Azubi-Veranstaltung, ich glaube im Jahr 2019 ist das gewesen gehabt. Das hatten wir ein E-Sports-Turnier angeboten in verschiedenen Titeln. Und dort war es dann eben so, dass doch etwas höhere Führungskraft einen Azubi regelrecht abgezogen hat in dem Spiel. Und okay. Wir haben dann einfach mal die Frage gestellt, wie kann denn das sein? Und die Antwort war doch so naheliegend, die da lautet, ich habe einen 16-jährigen Sohn, der spielt das öfter. Und ich habe mich da einfach mal für interessiert, spiele da mit, und somit habe ich da auch trainiert und bin recht gut geworden. Und man entdeckt damit auch unentdeckte Talente. Und das Schöne ist, so langsam outen sich auch immer mehr Leute und trauen sich zu sagen, hey, ich zocke.
Weil vor ein paar Jahren war das ja noch so ein bisschen angestaubt, ne? Das war so dieser Kellerkind-Charakter und das ist es bei weitem nicht mehr. Weil in dem Gaming-Umfeld findet man heutzutage wirklich digital affine Menschen, die für die heutige Zeit für Unternehmen absolut von Interesse und Bedeutung geworden sind. Sehr schön gesagt, finde ich. Und wenn ihr jetzt Interesse an dem Thema bekommen habt, dann schaut gerne auch mal auf der Website vorbei, www.nvam-gruppe.de. Wer von euch zum Beispiel noch einen Ausbildungsplatz oder sogar einen Arbeitsplatz sucht, der kann auf der Karriereseite nachschauen. Dort gibt es ein Angebot von verschiedenen Ausbildungsplätzen. Und wenn ihr bei der NVAM-Gruppe selbst anfangt, könnt ihr ja sogar den E-Sport-Raum mitnutzen und die Digitalisierung dort live miterleben. Insofern schickt uns da gerne dein Feedback. Hätte ich selbst nicht besser ausdrücken können. Ja, gerade auch dieser Transformationsprozess eigentlich in den letzten Jahren. Also, dass wir halt immer mehr uns von eben diesem Kellerkind-Klischee auch entfernen und halt gerade E-Sport, Gaming an sich, es nimmt halt einen immer größeren Teil unserer normalen Popkultur mit ein. Es ist, wie er sagte, seit einer ganzen Weile schon Mainstream geworden und muss man jetzt so ansehen. Und ich finde auch gut, dass viele Unternehmen da so das auch anerkennen und das mitziehen und auch fördern, eben nicht nur den Lauftreff nach der Arbeit mit sich machen. Wir haben ja nicht nur mit NVM gesprochen, sondern auch mit Rickelcom. Und die finden es sowieso gut, die vielfältigen Hobbys, die die Mitarbeiter haben, damit zu fördern. Das hat Florian Marquardt im Interview sehr schön erklärt. Ja, früher, oder es gibt es auch heute noch, es gibt Betriebssportgruppen, die gehen joggen, die spielen Fußball oder gehen zum Beachvolleyball. Und warum soll es nicht auch Gruppen geben, die online zocken? Gerade in Zeiten von Homeoffice und Lockdown ist es ein bisschen schwierig, sich auf dem Beachvolleyballplatz zu finden. Und da ist es aktuell sogar richtig cool, sich online zu treffen und, keine Ahnung, Gartic Phone mal abends zu spielen oder auf Twitch irgendwas gemeinsam zu gucken. Okay, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Was ist Gartic Phone? Relativ neues Browserspiel, also komplett im Browser gestützt. Eine Mischung, also es nennt sich eine Mischung aus Montagsmaler und Stiller Post. Das Grundspiel funktioniert so, dass eine Person einen Satz aufschreibt, eine Situation schildert, möglichst lustig, komplex oder keine Ahnung, was ihr gerade durch den Kopf schießt. Kann auch sehr einfach sein, gucken, was passiert. Und dann werden die Sätze zufällig weiterverteilt, dass irgendwie anderer Spieler diesen Satz zeichnen soll. Der hat da ein Paint-Tool mit verschiedenen Farben, verschiedene Pinselstrichstärken, Fülltool, wie man es halt von Paint oder von Scriblio, dem Browser-Variante von Montagsmaler, kennt. Und dieses gemalte Bild bekommt dann der nächste Spieler. Der muss es dann beschreiben. Der muss dann wieder einen Satz sagen, was er da sieht. Und dann wird es wieder weitergegeben, wieder ein Bild und so weiter, bis jeder Spieler mal jeden Satz in irgendeiner Stelle gehabt hat. Und ganz am Ende guckt man sich alle Geschichten an, die da entstanden sind. Und es ist wahnsinnig lustig. Okay, ich kenne das von verschiedenen Übungen, die ich auch in Seminaren hatte, so betreffend Kommunikation, wenn es um so kulturelle Standards geht, so mal mir einen Baum auf. Das kann bei jedem was Unterschiedliches bedeuten. Auch eine coole Sache an der Stelle, was gerade halt eben auch so wieder Teambuilding eigentlich mit klassisch betrifft. Es ist noch, ich überlege, wie man das als E-Sport machen könnte, aber auf jeden Fall, wo wir bei generell Gaming in Unternehmen bei Gaming Unternehmen, wo wir da gerade sind, auf jeden Fall kann ich das jedem sehr empfehlen, dass der Teamleiter das sein Team mal spielen lässt, weil man so viel von Leuten lernt, wie sie Dinge interpretieren. Nenn nochmal bitte den Namen. Gartic Phone, im Prinzip wie Knoblauch auf Englisch, nur mit T statt L, Gartic Phone. Okay. Ich finde es super lustig, zu spielen und zum Zugucken. Aber der gute Florian hat ja noch ein paar andere Themen mit angesprochen. Ich würde sagen, machen wir da erstmal. Ja, das Spannendste, finde ich, ist, dass die eine Sporthalle gebaut haben, oder zumindest instand gesetzt haben für eine Schule. Lass ihn am besten selbst erklären, weil das ist echt eine coole Geschichte. Wir haben als Arbeitgeber natürlich auch die Verantwortung für die körperliche Gesundheit der Mitarbeiter, insbesondere was das Arbeitsumfeld angeht. Und wir haben die Chance gehabt, und die wurde auch von der Firmenleitung genutzt, eine Zweifeld-Sporthalle zu bauen. Das ist eine Kooperation mit der naheliegenden Schule. Wir haben also jetzt im Unternehmen eine Zweifeld-Sporthalle und auch eine Gesundheitsbeauftragte, und die Mitarbeiter können zur Arbeitszeit Kurse belegen. Und das ist ein super Angebot, das ist natürlich kostenfrei für alle Mitarbeiter, und da können auch die Mitarbeiter natürlich partizipieren, die sich dem E-Gaming und dem E-Sport verschrieben haben. Da hake ich nochmal nach. Du hast gesagt, Zweifeld-Sporthalle in Zusammenarbeit mit einer Schule. Wie darf ich mir das jetzt genau vorstellen? Also ihr hattet eine Kooperation mit einer Schule, habt
im Zusammenhang damit dann eine Sporthalle gebaut und könnt die halt jetzt auch für eure E-Sport-Sachen benutzen? Oder wie funktioniert das? Genau. Ah? Ganz genau so ist es. Die evangelische Grundschule an der Freien Straße, die wird gerade saniert. Da ist es eine Riesenbaustelle seit 1,5 Jahren. Die sind jetzt auch zurzeit, glaube ich, irgendwo anders. Und direkt nebenan ist das Gebäude, in dem auch ich mit dem Großteil meiner Kollegen sitze. Und es nennt sich die Skat-Kantine. Skat ist das alte Kombinat auf dem Grundstück oder in den Gebäuden, wo sitzen wir jetzt seit 2008, 2009. Dieses Gebäude hatte die Möglichkeit, eine Zweifeld-Sporthalle dort unterzubringen und die Chance wurde genutzt und da kam es dann zu der Kooperation mit der Schule. Das heißt, man kann sich das grob so vorstellen, vormittags ist Schulsport und nachmittags ist Betriebssport in der Halle. Und am Wochenende ist E-Gaming. Und genau das haben wir gemacht. Das ist eigentlich ein Win-Win-Szenario. Ich finde das cool. Also ich finde das ehrlich cool. Natürlich, also das einfach mit bei den Kursen auch anzubieten, die Möglichkeit zu schaffen, weil warum nicht? Also es heißt schon E-Sport, es heißt oder Gaming und wenn jemand abends noch Volleyball spielen möchte, dann kann natürlich daneben auch jemand sitzen, der abends noch gerne mal FIFA zockt. Ja, man sollte zwar vielleicht nicht zu nah beieinander sein, sonst könnte das vielleicht die Technik beschäftigen. Fickt der Ball auf die Konsole, ja nee, das ist nicht gut, also schon Sicherheitsabstand generell gerade zur Zeit noch. Aber Prinzip ist ja auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr coole Sache, dass man also beides nebeneinander betreiben kann. Und da auch kleines Fazit für heute. Also wir hatten betrieblichen E-Sport, Gaming-Krawatten gehabt. Müssen definitiv keine Krawatten unbedingt sein. Nee. Das haben wir, denke ich, deutlich mitbekommen. Es geht also ich aber denke, gerade in den beiden Unternehmen wird Krawatte, wenn nur von der Führungsebene getragen, oder? Also NVRM, Stromanbieter und Regelcom Callcenter sind jetzt aus meiner Sicht keine Unternehmen, wo alle permanent in Anzug rumlaufen. Aber auch könnt ihr gerne mal bei den Webseiten der beiden schauen und euch dann selbst davon überzeugen, wie sie auftreten. Da gibt es auch jeweils übrigens Unterseiten, wo ihr euch informieren könnt. Erstmal noch kurzes Fazit. Also wozu betrieblicher E-Sport? Ein wichtiger Punkt, erstmal Motivation ja auf jeden Fall. Also Stichwort Mitarbeiterbindung der Leute. Das auf jeden Fall. Erwähnt. Also fast jedes Unternehmen hat irgendwie Mitarbeitervorteile und jetzt auf dem Betriebsgelände im eigenen Pausenraum Spielemöglichkeiten zu schaffen, ist halt der nächste Schritt, der jetzt kommt. Dann natürlich auch Recruiting. Also es geht so ein bisschen der Schritt vor Mitarbeiterbindung ja schon. Wenn ich weiß, bei dem Unternehmen, die haben einen E-Sport-Verein damit dran gebunden, ich fange da an zu arbeiten, mache meine Ausbildung als Mechatroniker und kann dann gleichzeitig bei dem League of Legends-Team einsteigen. Coole Sache. Genau, also an dem Fall einfach der quasi Value-Added Service an der Stelle. Als Mitarbeiter in so einem Unternehmen, was bekomme ich alles? Ich meine, früher war es für mich das Eckbüro gewesen, heute hast du halt einfach die Zeit, um mit deinen Kollegen eine Runde LOL oder sonst was zu zocken, wenn sich da halt eben Leute finden. Also einfach dieses Miteinander da, wie es nicht zu steigern. Was natürlich dann auch wieder, Stichwort Loyalität im Unternehmen, also auch wieder Mitarbeiterbindung zwar, aber halt eben dieses das Unternehmen, also auch eine positive Meinung zu haben vom Unternehmen. Ja, zu den direkten Kollegen ja auch vor allem. Also wenn ich einfach nur hingehe und mit dem einen, weiß nicht, Hans Müller vom Nachbartisch nie rede, außer wenn ich mal eine fachliche Frage habe, dann kommt da nicht so viel Loyalität zustande. Wenn du aber Hans Müller später nochmal triffst und mit dem Mario Party spielst, dann wirst du ihn hassen lernen, weil es Mario Party ist. Und nein, dann werdet ihr bessere, vielleicht sogar Freunde außerhalb des Unternehmens sein. Und das ist ja cool. Viele haben neben der Arbeit ja kaum noch Zeit, andere Hobbys zu pflegen. Und wenn die Arbeit das unterstützt, der Arbeitgeber, kann ich das nur befürworten. Nur das ist einfach auch diese Loyalität durch gemeinsame Erfahrungen. Der sogenannte Mere-Exposure-Effekt ist das übrigens in der Psychologie, dass ihr einfach Zeit miteinander verbringt und diese gemeinsamen Erfahrungen, die ihr in dieser Zeit verbracht habt, steigern halt eben auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also auch so dieser Kohortengeist, den man manchmal haben möchte, auch in Teams. Wo du gerade Mere-Exposure-Effekt erwähnst, das hat ja Sebastian zu Beginn auch mal angesprochen, einfach dass das Unternehmen jetzt Videospiele anbietet, offiziell im Pausenraum, steigt ja da die Exposure, die quasi die Wahrnehmung von Videospielen als völlig normaler Zeitvertreib, dass wir eben nicht mehr im Mamas Keller sitzen, sondern dass einfach ein fester Teil der Freizeit wird. Und selbst wenn nicht, ist es mindestens ein netter Marketing-Gag. Und das ist ja auch etwas, was direkt beim NVRM-Interview am Anfang gesagt wurde. Man wollte es ja erstmal als quasi hartes Marketing-Tool verwenden, um halt vielleicht auch Stromverträge und sonst was drüber zu verkaufen, hat aber auch in der Praxis dann schnell gemerkt, okay, blöde Idee, dann gehen wir doch hin zu eben weicheren Faktoren, wie halt Mitarbeiterbindung, wie Recruiting-Maßnahmen, das natürlich auch sehr, sehr gut funktionieren kann, aber wie gesagt, nicht in diesem klassischen Hard-Selling-Bereich unterwegs ist von
hier hast ein Spiel, wir sponsern und wollen dann aber auch für das, was wir dann an Sponsoring-Geldern eingesetzt haben, so und so viele neue Verträge abschließen oder sowas. Das klappt an der Stelle auch nicht unbedingt so häufig. Aber was halt eben gerade in diesem Kontext sehr, sehr gut funktioniert, das hatten wir vor allem auch bei der RegioCom mit erwähnt gehabt, mit der Schuhsporthalle, dieser gesamte Aspekt des Stakeholder-Values, also nicht das Shareholder Value, also der Anteilseigner, sondern der Stakeholder, also die Interessenslagen. Also zum Beispiel, früher war es gewesen, der Handwerker im Dorf hat auch die Fußballmannschaft gesponsert, weil es ihm daran liegt, dass das Dorf zum Beispiel eine aktive Gesellschaft, Vereinspflege etc. mit hat, also dass die Leute halt einmal dort glücklich sind, dass die gerne dorthin kommen, Häuser bauen, arbeiten, natürlich auch ihr Dach decken lassen müssen etc. Also halt eben Pflege meiner eigenen Umwelt, meiner Gesellschaft, in der ich lebe. Und das hat ja die RegioCom, finde ich, mit dem Beispiel der Schuhsporthalle, dieser Zweifeldsporthalle, sehr, sehr schön gemacht. Die haben ja die Location gestellt für einen Städtewettbewerb im E-Sport, also auch so ein bisschen versucht, sich halt eben als Arbeitgeber vor Ort mit den Leuten, mit der Gesellschaft vor Ort auch zusammenzubringen und was Gutes auf die Beine zu stellen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie man da mitmachen kann. Erstmal natürlich sich beim eSport Hub Sachsen-Anhalt informieren, also i-sport-hub.de. Und die stellen natürlich gerne den Kontakt her mit zum Beispiel NVM, RegioCom und anderen Unternehmen, Organisationen, die in diesen Bereichen bereits tätig sind. Denn unsere beiden Gespräche, die wir dankenswerterweise auch führen durften, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt inzwischen sehr viele Unternehmen, die sowas machen. Insofern auch, wenn ihr welche kennt, wenn ihr vielleicht auch selbst einen seid, meldet euch gerne bei uns, dann führen wir da auch noch einige Gespräche und stellen dann auch euch gerne nochmal mit vor. Gerade wenn so coole Geschichten jetzt entstanden sind wie die Sporthalle für die Schule. Also vielleicht mal zusammenfassend, wenn ihr Arbeitgeber seid und es noch nicht macht, überlegt, wie ihr das anbieten könnt, wie ihr ein professionelles Team auf die Beine stellen könnt. Und wenn ihr Bewerber seid, wenn ihr Arbeitnehmer seid, fragt mal beim nächsten Bewerbungsgespräch nach, ey, bietet ihr E-Sport an? Ja, das wäre es dann für heute auch schon gewesen mit unserem heutigen Thema Gaming in Krawatten. Vielen Dank nochmal an unsere Interviewpartner. Vollständige Interviews, alle weiteren Infos zur Sendung findet ihr noch unter onlinegeister.com/eSport oder eben beim eSport Hub Sachsen-Anhalt. Das habe ich auch eben erwähnt. Genau, i-sport-hub.de nochmal wiederholt. Und ansonsten, das war's für heute. Tristan, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch sehr gefreut. Es fühlt sich ungewohnt an, mal nichts von Onlinegeistern zu machen. Aber ist ein sehr, sehr schöner Ausflug und wir hören uns beim nächsten Mal und dann haben wir ein sehr leichtes Thema vorbereitet. Es geht nämlich um Gender, Sexismus und sonstige Themen im Gaming. Ich freue mich drauf, wird auf jeden Fall spannend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wohlauf. Gameplay, ein Online-Geister-Podcast in Zusammenarbeit mit dem eSport Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.